Die Moormannhalle soll im Eigentum der Stadt bleiben. Das ist das Kernanliegen des Bauwerkvereins, der die Halle für kulturelle Zwecke nutzt. Beim Neujahrsempfang am Donnerstagabend stellte Vorsitzender Frank-Egon Pantel einen Leitfaden vor, wie die Zukunft aussehen könnte. Danach sollte die Stadt die Halle niederschwellig sanieren, um den Charme der mehr als 100 Jahre alten früheren Maschinenfabrik zu erhalten. Das Gebäude würde an einen zu gründenden Trägerverein ähnlich wie bei Wilhelm 13 verpachtet und stünde Interessenten für kulturelle Zwecke zur Verfügung. Mehr als 100 Gäste, darunter zahlreiche Ratsmitglieder, waren in ein Zelt vor der Halle am Pferdemarkt gekommen. Oberbürgermeister Jürgen Krogmann hatte die Nutzung der Halle für den Empfang untersagt, aber den Aufbau eines Zeltes genehmigt.